Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 6.06.2019. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, schauen wir in den heutigen Item Shop rein und dann gehen wir wieder raus. Jo, das war's. Nein. Also, erstmal hier unten geplante Wartungsarbeiten. Heute um 10 Uhr gehen die Server offline. Und scheinbar wird irgendwas im Shop geändert werden. Schauen wir mal. Weil hier gibt es keine Möglichkeit, eine Stunde vor Beginn der Wartungsarbeiten, also ab 9 Uhr, kann man keine Käufe mehr tätigen. Naja, schauen wir mal, was kommt für eine Funktion. Wer weiß. Also es wird ja gemunkelt, dass irgendeine Rückgabefunktion jetzt endlich reinkommt oder so. Schauen wir einfach mal. Ja, ansonsten ist dieser Shop, ja, also, wir fangen jetzt einfach mal, wir können auch gerade mal das hier machen. Und da sehen wir, yippie-yay, der dritte Shop in Folge mit so miserablen Bewertungen. Ich glaube, gab sogar noch ein paar mehr in letzter Zeit. Also, jo, gehen wir mal hier links rein. Fangen wir hier mit diesen Clowns an. Sind wir als allererstes bei dieser Quietscher-Picke, von der Herr sofort ein absoluter Fan ist. Ich glaube, der könnte sich auch einen ganzen Tag hinsetzen und könnte mir das Ding in Real Life auf die Birne hauen, um mich total in den Wahnsinn zu treiben. Für 1500 V-Bucks der Quietscher. Ich finde das Ding schrecklich. Der Herr sofort liebt es. Ich gebe dem Teil 5 von 10. Jo, schauen wir mal, wie sind die Noten für den Quietscher? Squeak Peak oder wie das Ding heißt. Squeaky Pick Squeak, so rum. Der Pick Squeak. Hier ein Voting von 4,31 von 5 bei 59 Votes am 4. März 2018. Das ist mal drin gewesen, 18 Mal seitdem. 63 Reminders, das letzte Mal vor 21 Tagen am 16. Mai im Shop. Dann haben wir den Kuckuck. Ich finde das Teil ganz, 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 ganz schrecklich. Gut, das Backpack ist ein bisschen, ja, ist eigentlich ganz witzig, weil Anspielung halt auf den fliegenden Bus am Anfang. So, ansonsten finde ich den Kuckuck ganz grausam. Für 1500 V-Bucks kriegt von mir nur 3 von 10. Ich hasse diesen Skin. Hinzu kommt ja dann noch dieser ganz, ganz schreckliche Style. Schrecklich, das Ding. Ja, da haben wir ein Voting von 3,5 von 5 bei 42 Votes. 8 Mal im Shop gewesen, 77 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 72 Tagen am 26. März 2019. Dann haben wir den Nacht die Nacht. Also, Horror. Das Ding ist Horror. Na gut, also auch nur 3 von 10. Hat hier ein Voting von 4,02 von 5 bei 51 Votes. Am 23. September 2018 ist das Mal drin gewesen. 8 Mal seitdem 66 Reminders. Letztes Mal im Shop auch vor 72 Tagen. Dann kommen wir hier zu der stacheligen Streiterin. Haben wir auch ein schönes Video dazu gemacht. Finde den eigentlich ganz cool. Für die Wüstenregion ist er mit Sicherheit ganz witzig. Das Teil für 800 V-Bucks. Und in Verbindung mit dem Emote auf der rechten Seite bestimmt eine ganz gute Combo. Da würdest du 1000 V-Bucks für Skin und Emote ausgeben. Ich gebe der stacheligen Streiterin 8 von 10. Die hat hier ein Voting von 3,58 von 5 bei 31 Votes. Am 4. April 2019 ist das Mal drin gewesen. 3 Mal seitdem 34 Reminders. Letztes Mal im Shop vor 24 Tagen am 13. Ja, hier der stachelige Schläger für 800 V-Bucks. Kriegt von mir 6 von 10. Hat hier ein Voting von
3,08 von 5 bei 13 Votes. Am 4. April 2019 ist das erste Mal drin gewesen. 5 Reminders. Ja, kommen wir zum Bombasto. Erinnert mich so ein bisschen an Bomberman eben. Bomberman habe ich sehr, sehr gerne gespielt. Mega cooles Spiel. Für 1500 V-Bucks das Teil. Kurze Lunte hat Herr Sofort auch. Schnell im Rage-Mode. Würde dann demzufolge sehr gut zu ihm passen. Ich gebe dem Ding 7 von 10. Das ist der Splode. Und der Splode hat 3,56 von 5 bei 16 Votes. Nur am 24. April 2019 ist er erstmal drin gewesen. Zweimal seitdem 16 Reminder. Das letzte Mal im Shop vor 43 Tagen. Die Schrapnell für 500 V-Bucks. Hauen wir da mal drauf. 5 von 10. Hier ein Voting von 3,29 von 5 bei 7 Votes. Kommen wir auf die rechte Seite zu Schnorchelops. Ja. Ich finde ihn persönlich nicht wirklich toll. Im Schnorchel auf der Map durch die Gegend rennen für 1200 V-Bucks Schweiß, der ist mega beliebt. Geht von mir 5 von 10. 4,18 von 5 bei 67 Votes. Am 19. Februar 2018 ist das mal drin gewesen. 25 Mal seitdem 159 Reminders. Am 27. Mai 2019, vor 10 Tagen, das letzte Mal im Shop. Krakenhacke. Sechs von 10 für 500 V-Bucks. Oh, ein Voting von 1,2 von 5 bei 5 Votes. Das erste Mal im Shop am 22. Februar 2019. Seitdem dreimal im Shop. Drei Reminders nur. Das letzte Mal im Shop vor 103 Tagen am 23. Februar. Einsicht. So ein Sniper hier. In Blau. Ich finde den anderen persönlich ein bisschen besser, aber gut. Einsicht kriegt von mir 5 von 10. Inside hat hier ein Voting von 3,38 von 5 bei 39 Votes. Am 16. Dezember 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 8 Mal seitdem 77 Reminders. Das letzte Mal im Shop am 11. Mai vor 26 Tagen. Häschenhüpf. Dazu haben wir ein Video, ein separates Video gemacht, auf der rechten oberen Seite verlinkt. Ist ein Fortbewegungs-Emote, bedeutet also, währenddem ihr das da macht, da könnt ihr dann auf der Map dann rumhoppeln. Ja. Ein bisschen Fun machen mit dem Teil. Finde ich persönlich ganz cool. Kriegt von mir 8 von 10. 3,68 von 5 bei 22 Votes. Am 20. April 2019 ist das erstmal drin gewesen. Viermal seitdem 18 Reminders. Und jetzt mal im Shop vor 19 Tagen am 18. Mai. Kaktus Pose. Passend eben zu dem anderen. Finde ich persönlich ganz witzig hier, das Ding. Also wenn man den Kaktus-Skin holt, sollte man sich auf jeden Fall auch Kaktus-Pose holen, weil da fällt ihr dann in der Wüste mit Sicherheit kaum noch auf. Ja, deswegen kriegt er, also nur in Verbindung mit dem Kaktus-Skin, kriegt das Teil von mir 8 von 10. Und hat hier ein Voting von 4,36 von 5 bei 11 Votes. Am 13. Mai 2019 ist das mal drin gewesen. Zweimal seitdem 8 Reminders, nur vor 24 Tagen das letzte Mal im Shop. Schauen wir mal, um 10 Uhr wird wahrscheinlich der Shop noch mal wechseln. Gucken wir mal, ob da was Neues drin ist und dann kommt ein neues Video. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut rein, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, lasst mal bitte ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir immer gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.